Tschüss, Chef. Tschüss, Bettina. Ach, hallo. Ich habe euch gar nicht gesehen. Da seid ihr ja wieder. Upsa. Ich sitze hier am tosenden Gewässer. Wie ihr unschwer erkennen könnt, sitzen wir mal wieder an einem Fluss. Und wo sollte es anders sein? Schaut mal in den Himmel. Wir sind an der Mosel. Unser Dackmobil hat gedacht, wir fahren dieses Wochenende vom 5. bis zum 7. April 2024 mal wieder an die wunderschöne Mosel, weil es Top-Wetter angesagt ist. Und was soll ich sagen? Unser Wohnmobil hat recht gehabt. Es hat mal wieder die richtige Wetter-App gefunden. Wir stehen diesmal in Mering. Hier oben auf dem Stellplatz in Mering haben wir noch nicht gestanden, beziehungsweise ich muss an der Stelle sagen, es gibt ja zwei Stellplätze. Es gibt den Zellerhof und den Wohnmobilstellplatz, ehemals Mosel Beach, der jetzt Dellmosel heißt. Auf dem stehen wir unter neuer Führung. Und da kommt der Punkt. Klingt ja super. Stellplätze an der Mosel unter neuer Führung. Vieles wurde verbessert. Dazu machen wir euch natürlich wieder, wie ihr es von uns kennt, ein separates Stellplatzvideo mit allen Details. Vielleicht haben wir auch noch die Möglichkeit, euch den Zellerhof zeigen zu dürfen, aber da müssen wir erst mal fragen, weil wir ja beim Nachbarn auf dem Platz stehen. Schaut in unsere Playlist. Beide Videos gehen wie gewohnt gleichzeitig online. Einmal, wie wir das Wochenende hier an der Mosel verbringen. Mit Fahrradfahren, Umgebung, was bietet Mering und allem drumherum. Oder wie kann man einfach nur die Sonne, das Leben und den Wein genießen. Wir haben super nette... Und das Grillen. Und das Grillen. Wir haben super nette Stellplatznachbarn. Das Video beginnt jetzt mit der Szene circa 4 Stunden später als geplant. Und wir machen einfach mal einen müßigen Gang nach dem Motto genießen und entspannen. Bleibt dran, folgt uns durch das Wochenende und schaut, was es hier alles zu entdecken gibt oder wie man sich eine gute Zeit machen kann. Meine Frau hat meine Arbeit weitergeführt. Guten Morgen. Ich habe nur ein bisschen Tisch gedeckt. Weil Premiere, 6. April 2024 und wir können das erste Mal draußen frühstücken. Da wir meistens gegen 8 frühstücken, ist es mit den Temperaturen bis jetzt dieses Jahr noch nicht so weit daher gewesen. Aber hier an der Mosel in einem strahlenden Sonnenschein sind wir nicht die Einzigen, sitzen noch mehr draußen und das scheint heute ein Bombentag zu werden. Es ist Sonne angekündigt, die Mosel hat ein bisschen Hochwasser, die Fahrradwege sind aber größtenteils passierbar. Und wir wollen mal gucken, was wir heute hier rund um Mering alles machen. Ich habe noch keinen Kaffee getrunken. Wir machen gleich weiter, wenn ich etwas geladener bin. Ja. Macht's gut, bleibt dran. Wir zeigen euch mal, was es hier alles so gibt oder wozu wir alles keine Lust haben und was wir so machen. Definitiv grillen. Alfred zeigt euch heute Abend mal, wie er grillt. Hör mal, Quasseljulchen, bist du jetzt fertig? Klar, mit Sonnenbrille. Ja, habe ich auch. Genau. Aber Wetter ist so schön, ich würde sagen, wir fahren erstmal an der Mosel entlang, bevor wir eine kleine Runde durch das Dorf drehen. Ich bin ja gestern Abend da rumgelaufen, war jetzt nicht so viel, was man auf der Schnelle zeigen kann. Können wir auch später zeigen. Wir nehmen euch jetzt erstmal mit in Richtung Trier, der Mosel entlang.
Da hatten wir Zuflucht gesucht im Regen. Da haben wir drunter gestanden, unter dem Baum. Und da hinten waren sie unterm Dach am Grillen und wir haben gelitten. Ja. Ja. So ist das Außenstehende. Wann war das? Irgendwo? In Domharps. Letztes Jahr, ja klar, das war ja, wo wir in Klösserath waren. Video Klösserath Umgebung mit der Wakeboard Weltmeisterschaft? Ja, da drüben. Genau gegenüber war die Wakeboard-Meisterschaft. Guck mal, Flieder blüht schon, toll. Und der riecht. Habe ich mich schon wieder verfahren? Oh, schön, nett, aber falsch ist er trotzdem. Hier ist der Fahrradweg wieder weggekommen. Fahren wir mal zum Fahrbüro. Oh, guck mal, ein wasserspuckender Fisch. Da fängt auch der Flieder an. Riechst du schon förmlich? Oh, hier fliegen Äpfel von oben. Guck mal. Guck mal, wie breit das Moseltal hier ist, ne? Guck mal, wie breit die Mosel ist. Ja, ich habe immer gedacht, die fließt ja hinten in den Rhein in Koblenz, dass die dann breiter wird zur Mündung hin. Aber das ist ja hier genau andersrum. Warte mal. Sind jetzt ungefähr 15, 17 Kilometer vor Trier bei Issel. Und für mich war Mosel früher immer enge Felsen, enge Schlucht, dazwischen der Floß. Ich finde mittlerweile diese breiten Täler viel schöner. Also ich bin echt neugierig auf Mosel in Frankreich und Luxemburg. Also absolut ein Ziel in nächster Zeit. Glaube ich, habe ich letztes Jahr auch schon gesagt. Ja. Oh, das ist auch schön. Oh. Sind bestimmt Steinadler. Oh, da oben steht auch irgendeine Heilige Römische, ich weiß nicht was. Oh, guck mal, hier die alten Häuser. Unten siehst du gar nichts. Das ist das Rathaus, aha, was du da gerade gefilmt hast, was so aussieht wie mit einer Kirche, ist das Rathaus gefahren, kurz zum Rathaus. Hier, die Mandelblüten sind schön. Hattest du die? Guck mal hier, die Mandelblüten hier, die Straße runter, das sieht toll aus.
vorne geht es zum Dom und da hinten ist die Porta Nigra. Das ist gerade Kunsthandwerkermarkt, glaube ich. In jedem Giebel sind oben entweder Figuren oder Gesichter, sehe ich jetzt gerade. Auch interessant. Ich bin kein Giebel. Ich bin ja auch kein Giebel. Viel von der Stadt können wir euch leider nicht zeigen. Hier ist heute Kunsthandwerkermarkt vorne auf dem großen Marktplatz. Und du kannst hier über die Köpfe laufen. Alle Nationalitäten vertreten. Interessant, welche Menschen, was man hier sehen kann bei dem schönen Wetter. Aber zum Filmen geht gar nicht. Ich habe versucht, ein paar Fotos zu machen. Machen wir vielleicht noch mal im Winter, dann können wir auch wieder filmen. Ja, dann haben wir Platz hier noch. Ja. Ja. Knipselise. Ja. Ich gehe noch mal von der anderen Seite. Ich zeige euch das mal, wie es von der anderen Seite aussieht. Und da vorne sind Fahrradschilder und dann nix wie weg. Daneben haben wir auch direkt die Touristinformation, solltet ihr die mal brauchen. Und die Sightseeing-Wimmelbahn. Hier ist eine Menge los, von daher geht jetzt wieder zurück. Ein perfekter Abend an der Mosel. Sonnenschein. Und den Chefkoch am Grill. Und verrätst du mir, was du machst? Flasche wegbringen. Du Blödmann, mach den Deckel auf. Mach den Deckel in Ruhe. Mach mal den Deckel auf. Ja. Jetzt stell dich. Boah. Da beschlägt ja die Linse. Gefüllte Champignons mit Jalapeno-Frischkäse gefüllt und Salami überbacken. Hähnchenschenkel. Also so viel wollten wir gar nicht grillen, aber als wir eben unterwegs waren, ist unser Kühlschrank aus welchem Grund auch immer ausgegangen.
Und heute heißt es, darf es ein bisschen mehr sein. War gar nicht geplant. Sind wir traurig drum? Okay. Wir haben unbezahlte Werbung. Einen Enders Grill. Chefkoch Alfred sagt mal, warum er den so liebt. Ich liebe den nicht. Ich liebe dich, aber nicht den Grill. Ohne Grill fährst du nicht. Mich würdest du schon mal gerne zu Hause lassen. Ja, gut, das ist die andere Sache. Ja, das ist groß hier noch. Da kann man auch mal für mehrere Leute grillen. Der hat auch schon auf manchen Treffen treue Dienste geleistet, da der Veranstalter den Grill kaputt hatte, ne? Ja, und da kann passieren. In den Weihnachtsferien mit Grill fährt immer gut. So. Ja, das ist so für Judas. Irgendwie kann nicht nur der Dirk schwarze Würstchen grillen, sehe ich hier gerade. Nee. So sieht das aus, wenn man fertig ist. Stimmt. Ja. Mehring ist ein netter, sauberer Ort, allerdings mit sehr neuerem Charakter. Wir haben hier nicht so viele, wie wir das von der Mosel kennen, beliebte alte Fachwerkhäuser. Aber ein Bach. Aber ein Bach. Wir haben hinten auch irgendwo eine ehemalige Mühle. Das Mühlrad ist aber auch nicht mehr da. Da bin ich abends zu Fuß dran vorbeigegangen. Ich denke mal, da kommen wir jetzt auch hin. Es gibt viele Weingüter, aber wenn man dort klopft und klingelt, kriegst du nichts. Auch der ehemalige Betreiber des Stellplatzes hat ein Weingut, habe ich gestern auch geklingelt, da ist gar nichts passiert. Hier habe ich geklingelt, da haben wir schon gestört. Also Wein am besten auf dem Stellplatz besorgen. Hier ist die ehemalige Mühle, das helle Haus, aber das Mühlrad und so weiter ist entfernt. Hier haben wir noch eine der wenigen Gaststätten, die betrieben werden. Wir haben eben noch erfahren, dass eine der 3, 4 Gaststätten, die hier sind, jetzt demnächst auch schließen wird, wird immer weniger. Ich wollte euch gerade die Kirche zeigen, aber da sind Stufen. Hätten wir vorne abbiegen müssen, aber da sind Bauarbeiten, da war die Straße gesperrt. Fahren wir einmal außen drum rum. Von der Infrastruktur her haben wir hier eine Filiale der Sparkasse. Ich glaube, Commerzbank gab es auch. Wir haben einen Bäcker, ein Blumengeschäft, einen Fleischer. Wir haben einen, wie heißt es? Nicht ein Edeka, wir haben Nah und Gut, einen Vollsortimenter. Und wie gesagt, noch ein Café und 1, 2, 3 Lokale. Zeigen wir euch einfach jetzt mal, ohne es groß zu dokumentieren. Könnt ihr durch den Ort auf jeden Fall gepflegt spazieren gehen. Alles picobello sauber und ordentlich. Und ihr seid hier relativ schnell auch in den Weinbergen. Ne? Hier ist der Vollsortiment. Da vorne haben wir das Hotel zum Fährturm, wo ihr essen könnt. Und hier haben wir, wie gesagt, die Einkaufsmöglichkeit, aber samstags nur bis 14 Uhr geöffnet. Hat aber auch einen Bäcker drin und da sollen die Brötchen auch sehr gut sein. Des Ortes an der alten Schule, die noch als Begegnungsstätte und Kultureinrichtung genutzt wird. Und hier vorne rechts das Gebäude ist das Rathaus mit der Touristinformation, wo ihr als einiges an Informationsmaterial hier zu der Gegend nehmen könnt. Daneben haben wir noch einen Bäcker, der aber sonntags geschlossen hat und gegenüber. Du Quatsch immer wieder.
ob ich anhalten muss, ob ich die Kamera da hinhalten kann. Weg. Möchtet ihr jetzt einen Ehestreit gefilmt bekommen oder ich fahre mal bis zu dem Bäcker und zeig euch, wo der ist? Eigentlich fliehe ich gerade vor Alfred. Ne? Hier haben wir die Bäckerei. Er braucht. Du weißt, dass ich den Ton verschieben kann. Ich verschieb dich gleich. Du kürzert würde. Und hier habe ich was ganz Witziges entdeckt. Da, amtlich zugelassenes Weinlabor. Da im Schaufenster. Ding, wa? Schon eine Menge Handy raus. Ja, da war einiges. Wir sind hier an der Römervilla, ausgeschildert als, auch als Villa Rustica, sorry, aus dem 2. bis 5. Jahrhundert nach Christi. Und das, was man gefunden hat, hat man ergänzt mit einer guten Rekonstruktion des ganzen Gebäudes. Also finde ich hier mal richtig gut. Wer unser Video von Wintrich gesehen hat, hat ja auch gesehen, dass in Neumagen-Dhron schon richtig viel die Römer unterwegs waren. Und wir sind ja hier auch auf dem Teil des römischen Moselwegs. Also von daher veranschaulicht uns hier die kleine Karte. Mache ich normal nicht, dass wir Karten abholen. Aber die Punkte, die auch auf Sehenswürdigkeiten aus der Römerzeit hier in der Gegend zu finden sind. Hier haben wir eine Nachbildung, wie die Villa ausgesehen haben muss. Wenn man bedenkt, dass wir praktisch jetzt rekonstruiert hier den Bereich haben, der dunkel dargestellt ist, gehörten hier diese Arkadengänge und dieser imposante Eingangsbereich noch alles mit dazu. Und da mein zweiter Name ja Neugierde ist, verabschiede ich mich von meinem geliebten Mann und gehe mit euch darum. Das Ganze kann auch über QR-Code als Audio mit den entsprechenden Informationen hier übers Handy sich angehört werden. Ach, da komme ich gar nicht rum. Heißt, ich muss mit euch hier erstmal ums Eck. Aber wenn man das so sieht, war die Zimmergröße nicht in dem Standard, wie man sie heute hat. Hier fehlt leider die Informationstafel. Die wurde... Oh! Das sieht ja jetzt mal gut aus. Entfernt. Schade, dass hier die Scheiben eingeschlagen wurden, aber hier haben wir auch wieder eine Tafel, die zeigt, welchen Bereich wir gerade sehen. Kann man alles aber auch nachlesen. Ich zeige euch hier die Impressionen und bin jetzt erstmal still. Es gab sogar einen Keller. Da unten geht es in den Keller. Schon nicht schlecht. Alles sehr verwinkelt. Hier wurden zusätzliche Wohnräume angebaut. Und wenn man bedenkt, das war ein Wohnraum. Ein Bett, ein Stuhl, eine Truhe und mehr ging nicht rein. Das Haus hat früher aber nicht da gestanden. Da wurde ein Fenster zugemauert, da auch, weil man dann diesen Bereich hier nachträglich angebaut hatte. Da haben wir noch einen alten Heizungsschacht für die befeuerten Rohre, wo dann das Wasser durch die Befeuerung unterirdisch erhitzt wurde. Also der Vorgänger unserer Fußbodenheizung. Und dann ging es da in den Keller.
Und hier ist leider keiner zu Hause. Ah, guck mal da. Betty hat wieder was gefunden. Das war nämlich der Heizraum. Hatte ich doch schon richtig vermutet mit dem Leitungsschacht. Oh, da unten kann man den Konstrukt der Fußbodenheizung sehen. Jetzt habe ich Dovi allerdings die Lampe der Kamera auf dem Tisch liegen lassen. Ich hoffe, man sieht es trotzdem. Ich mache euch mal an der Stelle ein Handyfoto. Mein Handy sieht das nämlich. Badezimmer darf natürlich auch nicht fehlen. Hier ist die Badewanne. Schön mit Einstiegsstufen und dann, nicht in Eselswilch wie Kleopatra, konnte man hier baden. Das war nämlich ein Kaltbad. Und für die, die ein bisschen Mimimi waren, war hier ein Heißbad. Wohl mit einem anderen Behälter oder nicht mehr rekonstruiert, auf jeden Fall nicht mit so einem eingelassenen Boden, weil das Ganze musste ja von unten befeuert werden und konnte deshalb nicht wie hier in den Boden eingehauen werden, war hier dann mit Sicherheit ein Bottich aus anderem Material, der dann von unten befeuert wurde, damit man dann schön im Warmen planschen konnte. Hier ein kurzer Auszug, wie die Römer ein Bad genossen haben. Und hier, ich muss mal mein Handy wieder nehmen, ist es ganz dunkel. Das kann ich euch von der anderen Seite, glaube ich, besser zeigen, ist das Klöchchen. Seht ihr mal, wie dick die Mauern waren. Weil es so eine echte Latrine ist, hat natürlich auch einen Abfluss. Und der ist hier genau unter den Fenstern, so dass ich nicht reinfilmen kann. Also Plumpsklo und dann mit der Wasserspülung. Da hinten ist irgendwo die Mosel, ne? Mehr brauche ich euch nicht zu erzählen, wo das hinging. Ich versuche jetzt noch mal ein Foto zu machen. Vielleicht kriege ich ja meine Hand da durchs Gitter gesteckt, aber die ist ein bisschen stachelig. Ich bringe mal die Kamera zu Onkel Alfred zurück, der die Sonne genießt und gerade zur Fraktion Plätekopf in Rot mutiert. Du abonnierst uns nicht, du abonnierst uns. Das sind halt die 78%. Du abonnierst uns nicht. 78? Wiederkehrende Zuschauer. 82. Du abonnierst uns, du abonnierst. Mach das doch einfach einfacher. Bis ich das Gänseblümchen abgepittelt habe, ob du uns abonnierst oder nicht, lass ein Abo da. Sehe ich sofort, bekomme nämlich dann eine E-Mail. Und ansonsten, ich freue mich, wenn du uns schon abonniert haben solltest oder nicht möchtest, über jeden Kommentar unter dem Video. Wir beantworten alle Kommentare. Ihr könnt uns auch andere Fragen, nicht zu dem Thema Mosel oder unserer Tour hier stellen, auch zum Bereich Wohnmobil, Technik, soweit wir können und wissen, antworten wir. Oder sagen auch, wenn wir was nicht wissen, oder geben euch Hilfestellung, wo man diese Antwort beziehen kann. So, liked noch schnell das Video und dann schauen wir weiter. Wir wollen noch ein Stückchen Richtung Klüsserath vielleicht die Mosel entlang fahren. Wir haben auch heute traumhaftes Wetter. Es war Regen angesagt. Ich liebe den Moselregen. Bis jetzt haben wir noch nie Regen gehabt, wenn er angesagt wurde. Und wir haben jetzt schon 14 Uhr Sonntagnachmittag und müssen ja auch gleich irgendwann mal wieder nach Hause fahren. Lass uns noch die Sonnenstunden gemeinsam genießen. Begleitet uns zum Rest des Sonntags. Ich bin durch die Pfütze gefahren. Ja, so kenne ich dich. Oh, guck mal, auch da vorne der Weg, das war jetzt ein bisschen steigig. Aber du kannst ja und dann da oben am Waldesrand vorbei wandern. Kannst du wunderschön laufen. Also das ist hier eine Stelle, wo ich sage, die kommt in meiner Top 10 Moselplatzierung ziemlich oben. Also das ist ein Landstrich, diese Moselschleife, die gefällt mir gut. Auch wenn hier, hat hier Wasser runterkommt. So, jetzt habe ich nasse Füße. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Trinkner Satyr, römisches Relief aus dem 2. nach und Jahrhundert nach Christus. Und da hinten, das kommt da aus so einem unterirdischen Teil. Vorne ist ein netter Campingplatz, aber so wie es aussieht, alles Dauercamper. Aber die haben hier nette Plätzchen sich geschaffen. Da steht aber auch das ein oder andere Wohnmobil zwischen. Oh, guck mal hier, das ist ja schön. Da kannst du aber auch gut sitzen.
heute. Der Tag ist ein bisschen kürzer für euch ausgefallen. Wir hatten die Räder nicht geladen und haben dann, wie ihr gesehen habt, relativ schnell wieder kehrt gemacht. Haben jetzt 16 Uhr, 16.30 Uhr. Werden jetzt das Wohnmobil wie immer wieder sauber machen, einpacken und ja, wie lange braucht man bis nach Hause? 2 Stunden? 2 Stunden. Gut 2 Stunden. Die Heimfahrt antreten, weil morgen früh geht um 5:30 wieder der Wecker und ich muss arbeiten. Den Kommentar spart er sich jetzt. Das Wochenende war super. Wird man echt denken. Mega nette Leute kennengelernt. Ja. Ganz viele. Super Gespräche geführt. War hier echt wieder richtig Mosel-like, wie man es kennt. Ich kann euch den Platz nur, wie er jetzt unter neuem Wind geführt wird, empfehlen. Schaut das Video dazu, was wir gemacht haben. Es ist ja separat online. Und ansonsten sage ich mal wieder, danke fürs Zuschauen. Wir haben ein gutes Wochenende gehabt, ihr hoffentlich auch. Folgt uns hierhin. Ihr werdet auch ein gutes Wochenende haben, mit Sicherheit. Und ansonsten sehen wir uns, wie gewohnt, nächstes Wochenende wieder. Freitag geht's wieder los. Wohin? Ihr kennt uns, wir wissen es noch nicht. An der Stelle dann wieder tschüss, danke fürs Zuschauen, danke fürs Abonnieren, fürs Liken und fürs Kommentieren. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Ciao.